Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4 Let's Survive. So, ich musste vorher mein Inventar ein bisschen aufräumen. Ich musste übrigens... Ich bin gerade verwirrt, weil eigentlich liegt doch unter dem Schreibtisch ein Magazin. Jetzt sieht man irgendwie nur noch so ein... Oh, jetzt ist es durch den Boden durchgefallen. Ah, jetzt liegt sie hier oben. Gerade was noch da unten. Habt ihr das gesehen? Perfekt. Okay, nehmen wir das Magazin mit, ist ja auch wurscht. Und jetzt holen wir uns die Powerrüstung. Ich musste nämlich die ganze Stelle hier übrigens nochmal spielen, weil es wieder nicht gespeichert hat. Ich habe jetzt ganz super viele Savegames gelöscht. Und jetzt funktioniert es hoffentlich. Hoffentlich. Sturges ist zwar groß, aber kein. Hey, Sturges. Die Rüstung ist vielleicht alt, aber sie hat ein Standard-Interface. Steck einfach den Fusionsrad. Mama Murphy. Vorsicht, Kind. Es kommt was. Und es ist... wütend. Du bist nicht das, was Darkmeat in diesem Viertel normalerweise findet. Aber umso besser. Er hat mich direkt zu dir geführt. Er hat dich zu uns geführt, weil er wusste, dass wir deine Hilfe brauchen. Darkmeat ist einfach aufmerksam. Und jetzt wird er bei dir bleiben. Ich habe es gesehen. Vision. Oh, ich weiß, was du denkst. Die alte Dame hat den Verstand verloren. Aber das sind die Kims, Kind. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Und sie machen, dass sie reden kann, ohne ihre Lippen zu bewegen. Ich bin ganz Ohr. Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Oh, und jetzt gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und es ist wütend. Okay. Da kommt was Großes. Ich weiß, das ist viel. Und ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen. Aber das dritte Auge sieht nicht immer klar. Wenn ich mich nicht irre, hast du einen Auftrag zu erledigen. Gehörst du zum Rettungsteam? Alles klar? Die Minutemen sollten uns beschützen. Gabi, alles in Ordnung? Versprochen! Na gut. Verdammt nochmal, ja. Nehmen wir mal noch die Wackelpuppe. Nein, ich will da gar nicht raus. Ah, ich wollte da überhaupt nicht raus. Ja, na gut, egal. Kurz ein bisschen Ladezeit in Kauf nehmen. Ich habe nur mit Mama Murphy geredet. Also, ich hätte ja sowieso mit ihr geredet, aber ich habe vor allem deswegen mit ihr geredet, weil sonst Dogmeat nie Dogmeat heißt. Sonst heißt er immer nur Hund. Also, wenn ihr in der Szene nicht mit Mama Murphy redet, dann heißt Dogmeat bis in alle Ewigkeit Hund und nicht Dogmeat. Nicht, dass irgendwer jemals seinen Namen sagen würde, außer Mama Murphy. Aber wenn ihr Dogmeat anguckt, steht dann nur Hund über eurem Hund. Und nicht Dogmeat über eurem Dogmeat. Deswegen, ja. So. Cool bleiben, ich bin schon wieder weg. Gehen wir wieder ins Museum der Freiheit. Moment mal, stand da gerade wer draußen auf dem Balkon? Wer fehlt denn noch in der Gang? Es sitzen doch alle da drin, oder? Das, also wenn die Ladezeit nicht so lang gewesen wäre, hab's versprochen. Wäre ich nochmal rausgegangen. Lass mir schaffen. Gott, es nicht halten. Tut mir leid. Tut mir so leid. Okay. Was ist los? Kommen wir jetzt hier raus? Ja. Jetzt mal immer mit der Ruhe, Leute. Ein alter, Schrotflinten schwingender... komische rüstungstragender Survival-Charakter ist kein Schnellzug, kein D-Zug. Was ist eigentlich ein D-Zug? Verstehe ich nicht. Commonwealth. So, jetzt gehen wir in den Commonwealth, um dann wieder reinzugehen, um dann durch eine andere Tür wieder in den Commonwealth zu gehen, um dann wieder reinzugehen. Nein, stimmt gar nicht. Doch, natürlich, wir müssen danach sogar wirklich wieder rein. Ist ja egal. Holen wir uns die Power-Rüstung. Ich muss euch echt sagen, ich habe ein bisschen Angst. Wollen wir uns das anhören? Ich glaube schon. Ich lasse es mal laufen einfach. Persönliches Log. Staff Sergeant Michael Daly, United States Army.
Am Samstag, den 23. Oktober, ist unser Vertibird auf dem Weg nach West Stockbridge auf das Dach dieses Museums gestürzt. Die Ursache, ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion. Mehrere Explosionen, um genau zu sein. Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, kam es wohl überall auf der Welt zu Detonation. Am nächsten Tag wurden Flaherty und Canaver von ein paar verängstigten, verzweifelten Überlebenden erschossen. Danach ist Prozanski abgehauen. Hab ihn seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen, falls dieses Konzept überhaupt noch Sinn ergibt. Der Fusionskern meiner Rüstung ist leer. Meine Tage als Soldat sind also wohl vorbei. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Boston, um zu sehen, ob meine Schwester das alles überlebt hat. Sie hat ein Apartment auf der Boylston Street. Hier spricht Mike Daly. Ende der Aufnahme. Viel Glück und Gott segne Amerika. Oder das, was davon noch übrig ist. Kurze Feuerstöße! Okay, dann stürzen wir uns ins Abenteuer. Ich habe echt ein bisschen Schiss vor der Deathclaw, weil die ist heftig. Ich habe ja das schon mal auf Überlebend gespielt. Zeig mir die Tonic-Knarre aus der Nähe. An meinen Jungs kommen nur wenige vorbei. Die ist Hardcore. Kommt die jetzt schon? Kein Grund zur Sorge. Das wäre nämlich cool, aber ich glaube nicht. Okay, jetzt gucken wir mal schnell, weil wir gerade aufgestiegen sind und wir haben sowieso 3 Level zu vergeben. Jetzt wird es aber höchste Zeit. Also, was brauchen wir? Was brauchen wir jetzt wirklich? Was brauchen wir, um im Ödland auf Überlebend zu überleben? So einiges. Zum Beispiel Kampftraining für automatische Waffen. Ja, es wird zu viel Sinn machen irgendwie. Nahkampfreichweite. Du kannst alle Waffen schneller nachladen. Ninja! Als ausgebildeter Schattenkrieger verursachst du mit deinen Fernschleichangriffen den dreifachen normalen Schaden. Ich würde ja gerne als Ninja spielen. Hilft uns jetzt gerade in dieser Deathclaw-Situation zwar nicht, aber grundsätzlich finde ich das ziemlich cool. Aktionspunkte regenerieren sich schneller, ist immer gut. Schlafende Person auf der Stelle töten. Schallgedämpfte Waffen ist auch was für mich. Wisst ihr was? Dann überlege ich jetzt gar nicht, was wir in Zukunft irgendwann mal brauchen werden. Ich mache jetzt schon einen Stealth-Ninja-Schleicher-Supercharakter aus unserem Charakter. Auch wenn es jetzt für unsere jetzige Situation noch gar keinen Sinn macht. Aber gut, ich glaube, wir brauchen auch eine super Wahrnehmung, sage ich jetzt einfach mal. Moment, das ist nicht Wahrnehmung, oder? Doch, das ist Wahrnehmung. Warum hilft mir Wahrnehmung hier? Dass ich weniger Energieschaden kriege durch meine Wahrnehmung, weil ich reflektiere wie ein Spiegel. Verstehe ich nicht. Abrissexperte. Schlossknacken ist natürlich schon auch eine wichtige Eigenschaft. Finde ich. Was hätten wir noch so im Angebot hier? Lebensspender plus 20 maximale Gesundheit ist natürlich auch nicht schlecht. Vor allem, weil meine Ausdauer nicht sehr hoch ist. Wie viel Gesundheit kriege ich denn, wenn ich Ausdauer erhöhe? Der Wert bestimmt deine Gesundheit. Ja, aber nichts Genaueres dazu. Na gut, was hätten wir hier noch? Nein? Ja gut, Waffenfreak, dass man ein bisschen an Waffen rumbasteln kann, würde mich ja schon auch interessieren. Aber da muss man halt echt viele Perks reinstecken, wenn man da gut werden will. Wiederverwerter auch nützlich. Aber ich will ja gar nicht so viel bauen, insofern... Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Gewehrschütze. Angriffe mit nicht-automatischen Gewehren verursachen 20% mehr Schaden. Das heißt, meine Scharfschützengewehre, die ich in Zukunft gerne hätte, die werden dann von diesem Perk beeinflusst. Deswegen nehmen wir den gleich mal. Nein, wartet mal. Jetzt bin ich mir nicht sicher, weil es gibt unten hier noch den Scharfschützen-Perk. Konzentrieren ist alles... Beim Zielen mit Zielfernrohr dein Atem länger anhalten. Pfff, was bringt der auf Platz 2? Nicht-automatische Gewehre mit Zielfernrohr können dein Ziel zu Boden werfen. Okay, nicht-automatische Gewehre mit Zielfernrohr halten 25% auf Kopftreffer. Das ist ziemlich gut. Na gut, aber dann brauche ich wirklich oben den Gewehr-Perk.
ist schon okay. Bringt uns jetzt alles, wie gesagt, überhaupt nichts. Wahrscheinlich werde ich jetzt sterben und wir müssen alles nochmal machen. Aber so ist manchmal eben das Leben grausam und grausam. Nochmal. Okay. Ich versuche mal ein bisschen nach vorn zu stürmen, aber vielleicht nicht zu rennen, damit wir die AP nicht verbrauchen. Damit die Deathclaw vielleicht kommt, während noch Raider leben. Das wäre nämlich vielleicht gar nicht schlecht für uns. Dann würden die Raider die Deathclaw ein bisschen ablenken. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das hinhaut. Ob mir die Raider jetzt nicht mehr Schaden machen, wenn ich da nach hinten laufe. Okay, jetzt kommen sie. Wir werden sehen. Puh. Sie kommt direkt auf mich zu. Ich glaube, Bauch ist die empfindlichste Stelle, oder? Jetzt bückt sie sich aber gerade ganz schlecht weg. Wartet, sofort Heilung nehmen. Das ist die einzige Chance, wie wir da jetzt nochmal lebend rauskommen. Sofort heilen. Ach du Scheiße, ey. Ja, ja, dreh dich ein bisschen her. Nein. Okay. Oh, habt ihr das gesehen? Ein Schlag und ich war sofort tot. Tja. Ziemlich blöd gelaufen. Echt ziemlich blöd gelaufen. Was? Ich komme wieder auf den Titlescreen? Boah. Ja. Ich glaube, das Save Game wurde gerade gelöscht. Oder so. Ach, verdammt zur Hölle. Ja, okay. Dann lade ich das letzte Save Game. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Irgendwo im Nirgendwo. Ja, ja, ist schon okay. Ich, zum Glück, ich habe nämlich einen Mod runtergeladen, der heißt 90% härtere Deathclaws. Und ich dachte, okay, dann werden Deathclaws eben um 90% stärker. In Wirklichkeit haben die aber eine 90%ige Schadensresistenz, habe ich mir durchgelesen. Das heißt, ich mache die nur noch 10% so viel Schaden, wie ich es jetzt mache. Und ich werde den Mod auch wirklich benutzen, weil ich finde es eigentlich super, dass Deathclaws so super harte Gegner sind. Aber vielleicht nicht jetzt für den ersten Kampf hier. Eher nicht. Tja, blöd. Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, unseren Charakter so schön hochzuleveln. Und jetzt ist alles für die Katz. Wisst ihr was? Vielleicht sollten wir, bevor wir uns nochmal mit der Deathclaw anlegen, ein bisschen hochleveln vorher. Vielleicht sollten wir jetzt schon mal so ein bisschen das Umland erkunden. Naja, aber eigentlich ist es schon so gedacht, dass man erst diese Tutorial-Quest hier macht in Obwohl, wir könnten uns ja vielleicht wenigstens... Ja, das machen wir. Wir gucken uns zumindest in Ding ordentlich um. In, wie heißt es denn? Concord. In Concord sehen wir uns wenigstens ordentlich um. Und theoretisch könnten wir auch nochmal eine Runde durch Sanctuary drehen, oder? Keine Ahnung. Mal schauen. So. Na gut. Ich kann mich nämlich hier erinnern, ich habe hier mal gepennt, damit ich dann einen Speicherpunkt habe direkt vorm... vor Concord. Aber jetzt haben wir den Salat. Da ist eine Mücke. Na gut, lassen wir sie noch ein bisschen näher kommen. Jetzt. Tada! Wisst ihr, was ich irgendwie cool finde? Unser Charakter sieht jetzt, finde ich, als Ghoul so ein bisschen aus wie Heisenberg, oder? Also nicht der echte, sondern der aus der Serie. Der aus Walking Dead. Genau, der Heisenberg aus Walking Dead. Da sind Ghule im Haus. Zombies, besser gesagt. Das macht ja dieser Zombie-Mod, dass Zombies, dass Ghule Zombies sind, im Grunde, so gesagt. Und, wie ihr seht, haben sie eine unglaublich hohe Resistenz auf ihre ganzen Körperteile und so, außer auf den Kopf. Das heißt, wir müssen diese Zombies fast schon durch Kopftreffer töten. Und dafür sind sie aber echt langsam und eigentlich nur in Rudeln gefährlich. Oder wenn man nicht mit ihnen rechnet. Ich mag den Mod. Gerade deswegen. Das ist echt cool eigentlich. Ich lasse den jetzt ein bisschen näher kommen, weil mein Charakter ist natürlich ungefähr absolut der schlechteste Schütze im Universum. Also komm ein bisschen näher. Oder wir kommen ein bisschen näher. So, jetzt aber. Das sieht schon besser aus. 55.
Ich glaube, da dürfte jeder Zweite treffen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber in Wirklichkeit trifft leider nur jeder Vierte und Fünfte anscheinend. Ja, man darf sich nicht spielen mit denen. Die sind schon gefährlich jetzt. Okay, die hätten wir. Genau, gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Na, Dogmeat, machst du es dir schon gemütlich hier auf dem kleinen Hocker? Na dann, ich mach mal das Licht an. So, gleich ein bisschen heller. Mensch, diese Deathclaw hat uns weggeboxt, oder? Mit einem Schlag, zack, sofort tot. Na gut, es waren genau genommen zwei Schläge natürlich, aber im Grunde war es ein Schlag. Oder so ähnlich. Kühlschrank, was haben wir? Eine leere Flasche Milch. Oh, und ein Creepy Ape. Den mag ich nicht. Den hau ich lieber mal kaputt. Aluminium, ich nehme die Dose mal mit, weil Aluminium ist auch zum Waffencraften und so immer wieder wichtig. Okay. Hey, das Bild kenne ich, glaube ich. Ist das Bild nicht von Pigman? Bin mir nicht sicher. So, schauen wir uns doch hier mal um zum Beispiel. Es gibt nämlich einen kleinen Mod, der hat vor, ich habe es ja eben in einem Mod-Video vorgestellt, das gesamte Commonwealth zu bevölkern. Und der Ghoul hat keinen Kopf. Moment mal, der ist nicht aggressiv. Moment mal, hier sind lauter kopflose Ghule, die nicht aggressiv sind. Naja, auf jeden Fall ist das ein Mod, der ganz viele neue Locations macht. Unter anderem auch diese kopflosen Ghule. Naja, da sollte er vielleicht nochmal ein bisschen drüber patchen. Aber schauen wir uns hier trotzdem mal um. Ich meine, es ist ziemlich unheimlich zumindest. Kopflose, nicht aggressive Ghule. Sind das überhaupt wirklich Ghule? Ne, es sind auch Zombies. Okay. Kopflose, nicht aggressive Zombies. Es kann auch sein, dass dieser Zombie-Mod sich nicht verträgt mit diesem Mod hier. Ach, ich mag ja eigentlich diesen Zombie-Mod, aber vielleicht muss ich ihn doch wieder runterschmeißen. Und zwar einfach nur aus dem Grund, weil er ersetzt andere Gegner teilweise durch Zombies. Also an Stellen, wo eigentlich zum Beispiel vom Zufallsgenerator her jetzt ein Rudel Fliegen spawnen sollte, spawnt dann ein Rudel Zombies. Und eigentlich finde ich ja so diese Zombie-Apokalypse, dieses Szenario ganz gut, aber wenn es sich dann nicht wirklich verträgt mit anderen Mods. Sag mal, laufen wir die hinterher? Warum wird er denn jetzt auf einmal aggressiv? Okay, ich schieße einfach mal auf seinen unsichtbaren Kopf. Jetzt ist er kopfloser, als er vorher noch war. Doppelt so kopflos. Komm schon, hol ihn dir, Dogmeat. Dann hol ich ihn mir. Gut gemacht. Wir sind ein gutes Team. Auf einmal werden die aggressiv. Also da hat ja irgendwas gar nicht funktioniert so irgendwie. Kleiderbügel. Köstliche Kleiderbügel. Oh, was ist denn hier passiert? Bett, Matratzen. Also hier, aber das kann nicht der Krieg allein gewesen sein, oder? Was hier gewütet hat. Zahnpasta. Ja, noch mehr Aluminiumdosen, aber ich lasse es jetzt mal. Okay. Noch eine Etage höher. Ah, da geht's wieder in den Commonwealth. Da schauen wir jetzt gleich hin. Ich schaue mich hier nochmal ein bisschen um. Aber ich glaube, hier ist nichts. Und unten waren wir, glaube ich, auch überall, oder? Also gehen wir hoch. Gehen wir oben raus. Wir hoffen, dass da nicht auch kopflose Zombies stehen. Es war schon ein bisschen unheimlich, oder? Die stehen da einfach und tun gar nichts. Okay, jetzt sind wir hier oben. Ups. Von hier können wir auch wieder runter, das ist gut. Oh, was liegt denn da? Feuerzeug. Hat sich jemand gemütlich gemacht und dann ist er gestorben. Wenigstens hat er es bequem, hoffentlich. Vorkriegsgeld. Und zwar einiges an Vorkriegsgeld. Sehr schön. Na
Gut, Flamingo, dann springen wir hier mal wieder raus und gucken uns woanders weiter um. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier die Folge mal für heute. Vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal müssen wir leider nochmal irgendwie, wir schauen uns noch ein bisschen um. Ein, zwei Level noch, bevor wir wieder die Deathclaw versuchen, sind, glaube ich, ganz vernünftig. Also wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Macht's gut, ciao.